Guten Abend, liebe Zuschauer. Steirerwut heißt der neueste ORF-Landkrimi, der in Semriach bei Graz entsteht. Unter der Regie von Wolfgang Murrenberger drehen Stars wie Harry Prinz, Miriam Stein oder Eva Herzig. Eine Hauptrolle spielt aber ein Tier, das in unseren Breiten nicht wirklich heimisch ist. Alpakas, sie stammen eigentlich aus Südamerika, werden aber auch hier am Zehenthof in Semriach gezüchtet. Und, so viel sei verraten, sie führen die Ermittler im Krimi Steirerwut auf die richtige Fährte. Gedreht wird gerade eine Spurensicherungsszene nach Leichenfund. Es ist eine krimi-typische Story, durchaus düster, aber auch mit einer Prise Augenzwinkern. Unser Krimi ist, finde ich, immer so eine Mischung aus dem Krimi und der Komödie, von dem her. Es ist nicht zu düster. Es geht um einen als Selbstmord getarnten Mordfall, der den ermittelnden Beamten Rätsel aufgibt. Regisseur Wolfgang Murrenberger dreht bereits zum wiederholten Mal in der Steiermark. Auch er betont das Komödiantische in der Landkrimi-Reihe. Also meine Landkrimis sind jetzt nicht nur düster, die haben auch sehr viel Humor. Und ich finde, das passt sehr gut in die Steiermark. Warum? Ja, weil der Wolf Haas hat ja auch schon den Knochenmann hier angesiedelt. Also diese Ambivalenz zwischen, was hier alles möglich ist, in beide Richtungen, glaube ich, das bietet die Steiermark auf jeden Fall. In Murrenbergers Team sind übrigens überdurchschnittlich viele Steirer vertreten. Sie genießen die Dreharbeiten am Semriacher Bauernhof ganz besonders. Ich bin Steirerin, deswegen ist es für mich besonders und schön, hier zu drehen und hier zu sein, weil ich ja sonst in Wien lebe. Eben dort wird der Krimi im Laufe des Jahres geschnitten und fertiggestellt. Zu sehen sein wird Steirerwut im kommenden Jahr auf ORF 1. Angenehmen Abend, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.